Sehr verehrte Damen an den heimischen Empfangsgeräten. Sie erleben heute nicht die eigentliche Premiere, dennoch eine ganz neue Form der Veranstaltung hier aus dem Vortragssaal des Landesarchivs Sachsen-Anhalt in Dessau. Anstelle unserer bekannten Abendvorträge müssen auch wir aufgrund der Ihnen allen bekannten Situation neue Wege gehen und andere Präsentationsformen anbieten. Der letzte Vortrag hier im Wasserturm wurde bereits aufgezeichnet, konnte aber noch mit Publikum stattfinden. Die heutige Veranstaltung ist nicht öffentlich, aber mit Zuhörern aus dem Haus, das heißt aus dem Landesarchiv und dem Stadtarchiv Dessau. Ganz herzlich begrüße ich dazu unsere Referentin, Frau Privatdozentin Dr. Habilis Ingrid Wirth. Bevor ich Ihnen Frau Dr. Wirth vorstelle, nur eine Bemerkung zu mir. Mein Name ist Hermann Kinne. Ich leite seit Mai dieses Jahres die Abteilung Dessau des Landesarchivs Sachsen-Anhalt. Und damit zu unserer heutigen Referentin, die hier bereits zum zweiten Mal vorträgt nach 2019, damals zum Thema Wilhelm von Holland und die Fürsten von Anhalt. Frau Dr. Wirth studierte mittelalterliche Geschichte, alte Geschichte und Germanistik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Università degli Studi di Siena in Italien. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin unter anderem für die dritte Thüringer Landesausstellung Elisabeth von Thüringen, am Institut für Geschichte der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und von 2018 bis 2020 beteiligt am Projekt Klosterbuch Sachsen-Anhalt. Frau Wirth wurde 2011 mit einer kirchengeschichtlichen Arbeit zur Doktorin promoviert und habilitierte sich 2019 mit einer Arbeit über die Zeit des Interregnum und König Wilhelm von Holland. Ihre Doktorarbeit erschien 2012 unter dem Titel Geißler in Thüringen, die Entstehung einer spätmittelalterlichen Häresie. Ihre Habilitationsschrift wird in der Reihe der Schriften der Monumenta Germania Historica erscheinen. Meinen allergrößten Respekt. Frau Wirth vertrat dieses und vergangenes Jahr die Professur für Geschichte des Mittelalters an der Universität Potsdam und vertritt seit Oktober 2021, also ganz aktuell, und dazu meine allerherzlichsten Glückwünsche, die Professur für mittelalterliche Geschichte an der Universität Leipzig. Frau Wirths beeindruckende Publikationsliste ist lang, ihre Forschungsfelder sind breit gefächert. Es gehören dazu Frömmigkeitsgeschichte des 13. bis 15. Jahrhunderts, religiöse Bewegungen und hochmittelalterliche Verfassungsgeschichte, Sozialgeschichte des 14. und 15. Jahrhunderts, mittelalterliche Landesgeschichte überhaupt und hoch- und spätmittelalterliche Geschichtsschreibung. Das muss als Vorstellung genügen. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, freuen Sie sich mit mir auf den Vortrag Die Mutter des Bären, Gräfin Eilika von Ballenstedt. Frau Dr. Wirth, das Rednerpult gehört Ihnen. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich freue mich immer, hierher nach Dessau zu kommen, auch wenn es diesmal wirklich unter seltsamen Umständen ist, ganz ohne Publikum. Ja, aber wir müssen flexibel sein in diesen Zeiten und ich denke, wir kriegen das auch demnächst und hoffentlich sehr bald auch wieder mit Publikum und ganz normal hin. Und darauf freue ich mich auch jetzt schon. Sehr geehrte Damen und Herren, Eilikas Debüt auf dem Heiratsmarkt des sächsischen Hochadels in den 1090er Jahren endete in einer Enttäuschung. Die Stader Annalen aus dem 13. Jahrhundert berichten, dass Markgraf Udo III. Von Stade eigentlich vorhatte, Eilika zu heiraten. Doch als er eines Tages im Haus des Grafen Helbrich von Plötzkau zu Gast war, lernte er die wunderschöne Schwester des Gastgebers Ermengard kennen und nahm sie zur Frau. Also Sie sehen hier natürlich den heutigen Zustand des Schlosses Plötzkau, vorherrschen diese Renaissancegiebel. Aber in den unteren Geschossen ist das alles ja auch noch romanisch und der Bergfried ist auch sicherlich, also stand auch sicherlich schon um diese Zeit. Das heißt wenigstens eine Ahnung, wie das damals ausgesehen haben könnte in Plötzkau. Der Geschichtsschreiber teilt uns zwar die unwilligen Reaktionen der sächsischen Adligen über diese spontane und unstandesgemäße Eheschließung mit, aber nicht wie Eilika die Botschaft von der Abtrünnigkeit ihres Verlobten aufnahm. Wie wir wissen, ging Eilika wenig später eine andere hochrangige Ehe ein mit Graf Otto von Ballenstedt und wurde die Mutter Albrechts des Bären. Die Sache ging also gut aus Sicht der anhaltischen Landesgeschichte gesprochen.
Doch die Passage aus den Stader Annalen ist typisch für den Umgang mittelalterlicher Geschichtsschreiber mit Frauen. Sie werden als die Tochter, die Schwester, die Ehefrau, die Mutter von einem bedeutenden oder weniger bedeutenden Mann vorgestellt. Ihre Handlungen oder gar ihre Denkweise oder Empfindungen spielen kaum eine Rolle. Sie sind interessant, wenn es darum geht, welches Erbe sie in die Familie bringen und ob sie in der Lage sind, den dringend benötigten Nachfolger auf die Welt zu bringen oder im ungünstigeren Fall, wenn dies misslingt. Eine besondere Rolle können sie spielen, wenn sie während der Abwesenheit ihrer Männer auf Kreuzzügen zum Beispiel die Verwaltung des Herrschaftsgebietes übernehmen oder als Witwen, als Regentinnen für ihre noch unmündigen Söhne. Fast ausschließlich in diesen Konstellationen, als Stellvertreterin für einen Mann, konnte eine Frau Herrschaft ausüben und die Geschicke eines Landes lenken. Auf den ersten Blick passt die Frau, der ich mich im heutigen Vortrag zuwenden möchte, Gräfin Eilika von Wallenstedt, ganz hervorragend in dieses Schema. Sie war die Erbtochter des letzten billungischen Herzogs Magnus von Sachsen. Ihr Ehemann, Graf Otto von Wallenstedt, erlangte durch sie sicherlich nennenswerte Besitzungen, auch wenn heute nicht mehr genau nachgewiesen kann, welche. Eilika brachte um 1100 den Sohn Albrecht, später Albrecht der Bär genannt, zur Welt und sicherte somit die Nachfolge in der Grafschaft und das Fortbestehen der askanischen Familie. Insofern wäre Eilika also kein außergewöhnlicher Fall. Aber beim genaueren Hinsehen bietet eine Beschäftigung mit ihr die hervorragende Möglichkeit, zum einen mehr über die Frühgeschichte der Askanier herauszufinden, die vor und nach Albrecht dem Bären nur ungenügend erforscht ist. Zum anderen kann man am Beispiel Eilikas einige Erkenntnisse über die Rolle von Frauen im männlich dominierten Mittelalter gewinnen. Welche Verhaltensnormen galten für hochadlige Frauen dieser Zeit? Entsprach Eilika diesen Normen? Gab es eigenständige weibliche Herrschaft im 12. Jahrhundert? Unterschied sie sich von männlicher Herrschaft? Und schließlich, wie wurde Eilikas Auftreten von ihren Zeitgenossen wahrgenommen? Ich möchte Ihnen im Folgenden anhand der einzelnen Informationen, die uns die Quellen liefern, diese Frau zunächst vorstellen, also kurz auf die Familienzusammenhänge und den politischen Kontext der Zeit eingehen. Dann lenke ich zweitens den Blick auf die Situationen, in denen Eilika die klassischen Rollenmuster, die für sie als Frau gelten, durchbricht. Und abschließend soll die Frage nach der Wahrnehmung von Eilikas Handeln diskutiert werden. Es geht also weniger um ihre Eigenschaft als Mutter des Bären. Insofern ist der Titel des Vortrags etwas missverständlich. Ich möchte Ihnen vielmehr eine handelnde Frau in einer männlich geprägten Umwelt vor Augen führen. Ja, zum ersten Punkt, Eilikas Familie und die politischen Hintergründe. Die erste Nachricht zu Eilika liefert uns der Annalista Saxo, ein Geschichtsschreiber aus Ostsachsen, vielleicht aus Magdeburg, der um die Mitte des 12. Jahrhunderts schrieb. Er berichtet zu 1070, dass Ulrich, der Markgraf von Krain, in diesem Jahr gestorben sei und seine Witwe Sophie, eine Schwester des ungarischen Königs, daraufhin Magnus, den Sohn des sächsischen Herzogs, geheiratet habe. Aus dieser Ehe seien zwei Töchter hervorgegangen, nämlich Wulfhild und Eilika. Sie können das auf der Stammtafel sehen. Das heißt, man muss davon ausgehen, Eilika ist vermutlich Anfang der 1070er Jahre geboren. Seit der Zeit Kaiser Ottos I. hatten die Billunger, die Familie, der Magnus angehörte, eine wichtige Position im Norden bzw. Nordosten des Reiches inne, waren Markgrafen bzw. Herzöge von Sachsen. Die Mutter von Herzog Magnus war eine norwegische Königstochter. Schon daran kann man den hohen Rang der Familie ablesen. Die Ehe zwischen Magnus und Sophie, einer Angehörigen des ungarischen Königshauses, dem bereits in dieser frühen Zeit der Ruf der Heiligkeit anhing, liefert einen weiteren Beleg für den Status der Billunger. Eilika stammte also aus einer der führenden Familien des Reiches und stellte eine überaus lukrative Partie dar. Vermutlich Ende der 1090er Jahre heiratete sie Graf Otto von Wallenstedt. Hier jetzt also noch die restliche Stammtafel.
Dies berichtet uns abermals der Analyst Sachso im Kontext einer längeren Abhandlung über die Verwandtschaftsverhältnisse des ostsächsischen und thüringischen Adels. Auch von den Kindern aus dieser Ehe ist hier bereits die Rede vom späteren Markgrafen Albrecht dem Bären und der Tochter Adelheid. Auf die Familie dieses Otto von Wallenstedt darf ich hier sicher etwas genauer eingehen. Als erster Angehöriger der Familie, die später als askanisch bezeichnet werden sollte, tritt am 26. Oktober 1036 in einer Urkunde Kaiser Konrads II. Ein gewisser Esiko auf, in dessen Grafschaft der Ort Kölbig lag, heute Teil der Gemeinde Ilberstedt westlich von Bernburg. Über seine Vorfahren kann nur spekuliert werden, aber Esiko war mit Mathilde verheiratet, einer Schwester Kaiserin Giselas und somit der Schwager Konrads II. Auch wenn Esiko für uns aus dem Nichts auftaucht, war er also für seine Zeitgenossen keineswegs ein Niemand, sonst hätte er niemals eine so mächtige Position in der Harzregion einnehmen und eine so hochrangige Eheverbindung eingehen können. Es ist ein großer Glücksfall, dass es tatsächlich auch ein Bild zu dieser Mathilde gibt, also zu dieser Ehefrau Esikos, allerdings aus Mathildes Vorgeschichte. Mathilde war nämlich vor Esiko schon mal verheiratet, und zwar mit dem Herzog von Kärnten. Und in dieser Position mischt sie sich auch in die große Politik ein. Sie steht in Opposition zu Konrad II., weil sie eigentlich ihren eigenen Sohn als zum König gewählt haben möchte und ist deswegen also gegen die Wahl Konrads II. Und dieses Bild stammt eigentlich aus einer Handschrift, die Mathilde Miesko II. Von Polen geschenkt hat. Miesko war auch in der Opposition gegen Konrad II., also das ist so diese Verbindung. Die Handschrift selber ist leider nicht erhalten, sondern nur das Faksimile, deswegen dieses etwas komische Bild hier. Esikos Sohn Adalbert trat die Nachfolge des Vaters an und nahm Adelheid, vermutlich eine Weimar-Orlamünderin, zur Frau. Mitglieder dieser Familie, also der Weimar-Orlamünder, hatten sich um die Mitte des 11. Jahrhunderts nicht nur die Markgrafschaft Meißen sichern können, so Adelheids Vater Otto, sondern waren auch weit in den Südosten des Reiches nach Krain und Istrien vorgedrungen, dort ebenfalls zu Markgrafen aufgestiegen und hatten Verbindungen zum bayerischen Hochadel geknüpft. Adelheids Stiefvater war Dedo II., der Graf von Wettin und Markgraf der Lausitz. Wir sehen, die frühen Askanier agieren auf dem höchsten Niveau innerhalb des Reiches und haben verwandtschaftliche Beziehungen zum König. Otto verheiratet sich nun ebenfalls innerhalb des fürstlichen Adels mit der Billungerin Eilika. Zudem diente die Ehe zwischen Otto und Eilika vermutlich auch als Festigung eines politischen Bündnisses. Sowohl der Askanier als auch Eilikas Vater Magnus gehörten einer Gruppe von Fürsten an, die immer wieder gegen die Herrschaft der Salier opponierten. Wir befinden uns ja im Zeitalter der Sachsenkriege, der Kirchenreform, des Investiturstreits. Das sind alles Zusammenhänge, die ich hier nur andeuten kann. Bis zu diesem Punkt ist uns die nunmehrige Gräfin von Wallenstedt noch gar nicht in außergewöhnlicher Weise entgegengetreten. Sie wird in den Quellen als Tochter, Ehefrau und Mutter beschrieben und spielt keine aktive Rolle, zumindest keine, von der wir wüssten. Sie brachte als billungische Erbtochter ihrer neuen Familie vermutlich etliche Besitzungen aus ihrem väterlichen Erbe ein, und dass sowohl Otto als auch Albrecht vorübergehend das Herzogtum Sachsen erhielten, dürfte nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass sie über ihre Mutter bzw. über ihre Ehefrau, Schwiegersohn oder Enkel des letzten Billungers waren. Eilikas Funktion entspricht also zunächst ganz und gar der mittelalterlichen Norm. Nach der Eheschließung mit Otto von Wallenstedt hören wir erst einmal nichts mehr von ihr. 1123 starb ihr Gemahl und ihr Sohn Albrecht trat die Herrschaft in den askanischen Gebieten an. Doch in den 1130er Jahren sehen wir Eilika an verschiedenen Stellen agieren. Wir kommen also jetzt gleich zum zweiten Punkt, zu Eilikas Durchbrechen von klassischen Rollenmustern. Doch vorher muss ich kurz die politische Situation im ostsächsisch-thüringischen Raum in dieser Zeit skizzieren.
Denn dieser Kontext ist für das Verständnis von Eilikas Handeln notwendig. Nach dem Tod Kaiser Heinrichs V., des letzten Saliers 1125, hatten die Fürsten etwas unerwartet Lothar von Supplinburg, den sächsischen Herzog, zum König gewählt. Die jahrzehntelange Opposition der Sachsen gegen das Reichsoberhaupt war damit hinfällig. Eilikas Sohn Albrecht, der von Lothar zum Markgrafen der Lausitz ernannt worden war, unterstützte den neuen Herrscher zuerst. Doch Ende der 1120er Jahre trübte sich das Verhältnis. Albrecht machte sich Hoffnungen auf die Nordmark, deren Inhaber 1128 verstorben war. Lothar gab diese, also die Nordmark, jedoch an Udo von Freckleben. Außerdem förderte der König, da er selbst keinen Sohn hatte, den Ehemann seiner Tochter Gertrud, den Welfen Heinrich den Stolzen. Da gibt es also wieder einen Zusatz zur Stammtafel. Hier sieht man eben die Verwandtschaft auch Eilikas mit den Welfen, denn die Schwester Eilikas war die Mutter Heinrichs des Stolzen. Heinrichs des Stolzen, ja. Damit ergab sich für die Askanier auf Jahrzehnte hinaus ein neues Konfliktfeld, dessen Brisanz sich erst noch erweisen sollte. Was genau für Albrecht den Ausschlag gab, sich nun gegen den König zu wenden, ist unklar. Mitte Juni 1129 befand er sich jedenfalls noch am Hof Lothars in Goslar und nur wenige Wochen später überfiel er die Hildagsburg nördlich von Magdeburg. Diese wurde von Udo von Freckleben, also dem Konkurrenten um die Nordmark, verwaltet. Es kam zu weiteren Kampfhandlungen und schließlich wurde Udo am 15. März 1130 bei Aschesleben von Männern Albrechts überfallen und erschlagen. In diesen Konflikt wurde auch Eilika verwickelt. Jetzt also zu Eilikas Rolle in diesen ganzen Zusammenhängen. Mehrere Quellen berichten uns, dass offenbar als Reaktion auf die Ermordung Udos von Freckleben in oder bei der Stadt Halle ein Gefecht stattfand. Dabei wurden Konrad von Eickstedt und die beiden Brüder Adalbert und Eribo mit ihren Rittern von den Bürgern erschlagen, so ein zeitgenössischer Annalist aus Erfurt. Die etwas später entstandenen Annalen aus dem Kloster Pegau übernahmen diese Nachricht fast wörtlich und fügten hinzu, die Herrin Eilika aus Werben entkam mit großer Mühe. Werfen wir noch einmal einen Blick darauf, welche Konsequenzen dieser siegreiche Waffengang für die Hallenser hatte. König Lothar schickte nämlich ein Heer gegen die Stadt und bestrafte sie sehr grausam. Er ließ die Bewohner verstümmeln, blenden und auf verschiedene Weise quälen. Viele wandten sich zur Flucht. Diejenigen, die übrig blieben, mussten zur Strafe für ihr Verbrechen ungeheure Geld- und Sachleistungen erbringen. Der Zusatz der Pegauer Annalen zeigt, dass Eilika offenbar mit einer durchaus ansehnlichen Gruppe von Bewaffneten unterwegs war. Man ist versucht, sie sich als eine Art Kriegsherrin vorzustellen, die an der Spitze ihrer Truppen durchs Land zog, um ihren Sohn im Kampf um seine Rechte und Ansprüche zu unterstützen. Leider geben uns die Quellen hier keine weiteren Hinweise. Die Reaktion König Lothars erscheint uns sehr heftig, lässt sich aber gerade aufgrund der Verstrickung Eilikas in die Angelegenheit erklären. Als Frau und vor allem Witwe war sie rechtlich gesehen eine wehrlose Person und stand unter dem besonderen Schutz des obersten Friedenswahrers des Reiches, also des Königs. Zudem war sie eine Familienangehörige, als Tante von Lothars Schwiegersohn. Sie haben ja hier noch die Stammtafel. Der Herrscher hätte seine Ehre aufs Spiel gesetzt, wenn er den Überfall auf die Gräfin ungesühnt gelassen hätte. Obwohl diese Nachricht wirklich sehr knapp ist, deutet sich jedoch an, dass Eilika nicht so ganz in das Schema der hochadligen Witwe passte. Es ist zwar nicht völlig unerhört, dass Frauen in Kampfhandlungen eingriffen und auch Bilder von Frauen in Rüstungen und mit Waffen sind überliefert, wenn auch nur im allegorischen Kontext. Dennoch ist eine aktive Beteiligung von Frauen an Auseinandersetzungen sehr ungewöhnlich, allein aufgrund ihrer zumeist gegebenen physischen Unterlegenheit. Andererseits stellt diese männliche Fähigkeit zur körperlichen Gewaltausübung ein wichtiges Element der Herrschaftslegitimierung dar. Kurz, nur wer das Land mit dem Schwert in der Hand verteidigen kann, darf auch König sein oder Fürst.
Wenn Aelica nun also in eine militärische Auseinandersetzung verstrickt ist, so kann dies durchaus als Hinweis auf ihr herrschaftliches Verhalten und ihre Selbstwahrnehmung als Fürst gesehen werden. Ich verwende ganz bewusst hier die männliche Form. Umgekehrt gelten für sie jedoch immer noch besondere Konditionen. Obwohl sie männlich handelt, genießt sie den Schutz, der einer Frau und Witwe zusteht, wie die Reaktion Lothars belegt. Einige Jahre später, im Jahr 1138, ist Aelica noch einmal von den Auswirkungen kriegerischer Ereignisse betroffen. Wieder hatte sich in der Zwischenzeit auf der reichspolitischen Ebene einiges ereignet. Kaiser Lothar war Ende des Jahres 1137 verstorben und im März 1138 hatten die Fürsten den Staufer Konrad III. Zum König erhoben. Der Welfe Heinrich der Stolze, der wohl selbst mit seiner Wahl gerechnet hatte, verweigerte die Huldigung und verlor im Juli 1138 das sächsische Herzogtum. Konrad verlieh dieses an den Askanier. Am 26. Juli 1138 trat Aelicas Sohn Albrecht zum ersten Mal gemeinsam mit dem König in Quedlinburg als Herzog von Sachsen auf. Doch seine neue Würde verschaffte ihm auch Gegner, nicht nur die Anhänger seines abgesetzten Vorgängers, sondern auch die Standesgenossen in Ostsachsen wandten sich gegen ihn. Zunächst war Albrecht siegreich, doch gegen Ende des Jahres wurde die Burg Bernburg zerstört. Also Sie sehen hier natürlich auch wieder das Luftbild der heutigen Burg. Der älteste Bereich befindet sich eben ja unten in der Mitte, wo ja auch die romanische Burgkapelle sich befunden hat. Die Magdeburger Annalen, die uns darüber berichten, nennen weder die Verursacher noch den genauen Hergang des Ereignisses, doch sie geben einen Grund für die Zerstörung der Burg an, weil Aelica von Bernburg aus die ganze Gegend tyrannisiert habe. Wieder ist es nur ein kurzer Nebensatz, in dem Aelicas Handeln angesprochen wird, und zwar in eindeutig negativer Perspektive. Doch man muss einen genauen Blick auf die Herkunft dieser Nachricht werfen. Sie stammt aus den Magdeburger Annalen und somit aus einem Entstehungskontext, dem die magdeburgischen Interessen am Herzen liegen. Nun war aber der Magdeburger Erzbischof einer der schärfsten territorialen Konkurrenten für die Askanier und deren Besitzungen und Rechte an der Saale in Bernburg und in Nienburg. Zu dieser Zeit, also seit 1134, hatte Konrad von Querfurt den erzbischöflichen Stuhl in Magdeburg inne, ein Anhänger des Welfen Heinrichs des Stolzen und somit Feind Albrechts. Angesichts dieser Konstellation und der keineswegs unparteiischen Berichterstattung durch den Magdeburger Annalisten kann man über den tyrannischen Charakter von Aelicas Herrschaftsausübung durchaus noch einmal nachdenken. Sie wird jedenfalls als eigenständige und selbstbewusste Herrin der Burg Bernburg wahrgenommen, die von dort aus versuchte, auf Kosten Magdeburgs die askanische Herrschaft in diesem Raum zu festigen. Sie hat ein Gefolge, vermutlich Bewaffnete, als deren Anführerin sie auftritt. Auch dieser Beleg weist also in dieselbe Richtung wie der Vorfall in Halle 1130. Im Kontext dieser Auseinandersetzungen um die sächsische Herzogswürde spielt auch eine Urkunde Papst Innozenz II. Eine Rolle, die sich hier im Landesarchiv in Dessau befindet. Also Sie sehen hier das Bild auf der Folie, Sie können sich aber das Original dann auch hier in der Vitrine ansehen. Spätestens 1141-42 war klar, dass sich Albrecht als Herzog in Sachsen nicht halten konnte. Die Welfen waren wieder am Ball und die Stellung der Askanier in der Region wurde unsicher. In dieser Situation verschaffte sich Aelica eben dieses Dokument des Papstes, in dem sie in den besonderen Schutz des Papstes aufgenommen wurde. Die rechtliche Absicherung von Witwen und Waisen, insgesamt personae miserabiles, also Menschen, derer man sich erbarmen muss, war im Kirchenrecht Aufgabe der Bischöfe und wurde vom Papst für besonders prominente Fälle übernommen. In der Urkunde Innozenz II. Wird nicht nur Aelica, sondern ihr gesamter Besitz unter päpstlichen Schutz gestellt. Sie erhält das Recht, unmittelbar an den Papst appellieren zu dürfen, falls sie von jemandem angegriffen werden sollte. Die Missetäter würden dann den Unwillen Gottes und der heiligen Apostel Petrus und Paulus zu spüren bekommen.
Besonders gegenüber Widersachern aus dem kirchlichen Milieu war so eine Urkunde viel wert. Einer der Hauptgegner der Askanier war ja Konrad von Querfurt, der Erzbischof von Magdeburg. Allerdings kann man sich Eilika nur schwer als schutzbedürftige, schwache Witwe vorstellen. Hier ist vielmehr zu erkennen, dass sie mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln ihre Rechte und Besitzungen zu verteidigen wusste. Und sie tat dies nicht in Abwesenheit ihres Mannes oder stellvertretend für einen unmündigen Sohn, sondern in eigener Regie und selbstständig. Für Frauen als Regentinnen in Stellvertreterschaft gibt es etliche Beispiele über das gesamte Mittelalter hinweg und in ganz Europa. Die eigenständige Herrschaft von Frauen ist seltener, aber auch hier gibt es Vorbilder, die Markgräfinnen von Tuscien etwa oder Adelheid von Turin oder die Erbköniginnen von Jerusalem. Doch im nordalpinen Raum und vor allem im Osten des Reiches stellt Eilika eine Ausnahme dar, was sich im Folgenden noch deutlicher zeigen wird. Eilika wurde nämlich im Jahr 1130 die Advocatissa, also die Vögtin des Klosters Goseck, zwischen Weißenfels und Naumburg an der Saale gelegen. Sie sehen hier auch wieder die Abbildung. Das ist eine Darstellung des 18. Jahrhunderts, auf der man aber sehr gut diese eindrucksvolle Lage des Klosters erkennen kann über der Saale. Als Vögtin übernahm Eilika die Verwaltung aller weltlichen Angelegenheiten des Klosters, vor allem Gütergeschäfte, aber auch die Regelung von gerichtlichen Verfahren. Wir sind über das Kloster Goseck sehr gut unterrichtet durch das Chronikon Gozecense, also die Gosecker Chronik, die von einem Mitglied des Konvents in den 1130er Jahren, also in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu den Ereignissen, geschrieben wurde. Eilika wird erstmals zum Jahr 1130 erwähnt. Sie habe in dieser Gegend gewohnt und an einer Burg in Werben gebaut. Nach dem Tod des bisherigen Klostervogtes, des Ludowingers Heinrich Raspe, ergriff sie ihre Chance, wandte sich an den amtierenden Erzbischof Adalbero von Bremen und ließ sich von diesem die Gosecker Vogtei übertragen, unter Ausschluss anderer Vögte zu ihren Lebzeiten. Zwischen Eilika und Ludwig, dem Bruder Heinrich Raspes, entstanden deshalb schwere Widerwärtigkeiten, die jedoch durch den Einsatz von Freunden aufgelöst werden konnten. Eilika behauptete die Vogtei über Goseck. Die Ludowinger hatten die Gosecker Vogtei wohl in Nachfolge der ursprünglichen Gründerfamilie inne, doch eigentlich durfte der Eigenkirchenherr, der Bremer Erzbischof, den Vogt des Klosters frei bestimmen. Und von diesem Recht machte er 1130 Gebrauch, vielleicht auch, weil sich das Kloster in einer Krise befand. Doch welches Interesse hatte Eilika an dieser Vogtei? Ihre Motive dürften auch politischer Natur gewesen sein. Mussten die Askanier sich im Norden gegen den Magdeburger Erzbischof durchsetzen, waren es hier im Süden die aufstrebenden Ludowinger, für die etwas später die Landgrafschaft Thüringen vom König geschaffen wurde. Und gerade im Jahr 1130 spielte sich ja auch der Konflikt um die Nordmark mit Udo von Freckleben ab. Sie erinnern sich, diese Mordgeschichte am Anfang. Eine Klostervogtei, auch wenn es sich um ein etwas heruntergekommenes Kloster wie Goseck handelte, stellt einen wichtigen Herrschaftstitel dar, zumal die Neuenburg bei Freiburg in direkter Nachbarschaft Goseks ja auch ludowingisch war. Also hier auf der Karte habe ich eben mal die beiden Eilika-Punkte rot markiert, Goseck und Burg Werben, also diese Burg, die sie sich erbaut hat. Und die ludowingischen Stützpunkte sind blau, Freiburg eben auf jeden Fall ludowingisch, Naumburg und Schönburg deswegen, denn zu dieser Zeit ist Udo Bischof von Naumburg und das ist ein Bruder der Landgrafen, also auch ein Ludowinger. Eilika betrieb selbstständig Machtpolitik für die Askanier, für ihren Sohn Albrecht und sie agierte keineswegs im Hintergrund. Sie wird in der Gosecker Chronik als die Handelnde beschrieben, nicht als die Stellvertreterin oder Bittstellerin für ihren Sohn. Eilika baute die Burg Werben, Eilika erlangte die Gosecker Vogtei, Eilika gerät in den Streit mit den Ludowingern. Noch eindrucksvoller wird ihr Einsatz für die religiösen Belange des Klosters geschildert. Zunächst vertrieb sie Abt Berthold, der immerhin 7 Jahre das Amt innegehabt hatte. Sie zitierte ihn vor eine Kirchenversammlung und warf ihm viele schrecklichen Verbrechen vor.
Als sie mit ihren Anklagen nicht durchdrang, weil sie eine Frau war, ergriff sie drastischere Maßnahmen. Sie hörte nicht auf, den Abt zu denunzieren und zu entehren und schreckte auch vor Drohungen nicht zurück. Als Berthold endlich resigniert hatte, beriet sich Eilika mit frommen Männern über einen geeigneten Ersatz. Doch erst als Berthold 1133 im Exil gestorben war, konnte tatsächlich ein Nachfolger bestimmt werden. Der von Eilika und ihren Ratgebern gewünschte Kandidat war Nenter, ein Mönch aus dem Kloster Pegau. Der jedoch widersetzte sich und auch der Konvent in Pegau wollte den Bitten der Gräfin zunächst nicht entsprechen. Doch Eilika gab nicht nach, ließ den Pegauern keine Ruhe und flehte sie an. Schließlich war sie erfolgreich, vor allem, weil der Pegauer Abt Windolf ihren Einfluss und ihre Macht fürchtete. Auctoritas und Potentia sind die Begriffe, die an dieser Stelle fallen. Eilika sei, so die Worte des Abtes Windolf, der Fürst des Landes, Terre Nostre Princeps, und man könne ihre Forderung schlicht nicht ablehnen, wenn man an das Wohl der eigenen Kirche denke. Dem Wunsch der Gräfin wurde entsprochen, Nenter nach Bremen gebracht, dem Erzbischof präsentiert und zum Abt geweiht. In Goseck richtete Eilika am 24. November 1134 eine feierliche Amtseinführung aus, hielt eine Ansprache, kehrte dann nach Hause zurück und dankte Gott, dass alles nach ihrem Willen verlaufen war. Es sollte nicht in Frage gestellt werden, dass Eilika aus tiefer innerer Frömmigkeit heraus handelte. Auch der Gosecker Chronist lässt daran keinen Zweifel. Er sieht sein Heimatkloster in höchster Gefahr und vergleicht Eilika mit Judith aus dem Alten Testament. Judith schützt Jerusalem vor Holofernes, Eilika Goseck vor dem Verfall. Eilika bewirkte nicht weniger als den Anschluss Goseks an die Hirsauer Reform, was für den Konvent eine deutliche Verschärfung des klösterlichen Lebens mit sich brachte. Das Interesse der Askanier am Reformmönchtum hatte sich bereits 1123 gezeigt, als Eilikas Mann Otto kurz vor seinem Tod das Hauskloster in Wallenstedt zu einer Abtei nach hirsauischer Regel machte. Das kennen Sie sicherlich alle, also das heutige Schloss in Wallenstedt, wo aber ja die Kirche noch gut erkennbar mit dem Westwerk, also eingebaut ist in dieses Schloss. Eilika selbst tätigte auch eine Schenkung an das hirsauische Kloster Paulinzella, östlich von Ilmenau gelegen. Also auch das ein hirsauisches Reformkloster, das heute leider nur noch als Ruine erhalten ist. Sie folgte mit ihren Maßnahmen für Goseck nun nicht nur einer frommen Familientradition, sondern wohl auch ihren eigenen religiösen Maximen. Doch wenden wir den Blick wieder auf die Rolle, die Eilika in Goseck spielte. Hier noch eine aktuelle Aufnahme, auch hier kann man ja noch sehr gut die Form der Kirche erkennen. Sie trägt den Titel Advocatissa, Vögtin, handelt aber wie ein männlicher Vogt. Das männliche Verhalten Eilikas haben wir oben bereits kennengelernt und nun spricht der Pegauer Abt Windolf von ihr ja ausdrücklich auch als Prinzeps, als Fürst mit Herrschaftsrechten. Das bestätigt den Eindruck, der zuvor nur angedeutet werden konnte. Doch mit der Übernahme einer Vogtei dringt Eilika noch weiter in die männliche Sphäre vor und berührt ein grundsätzliches rechtliches Problem. Ein Vogt verwaltet die kirchlichen Güter und regelt alle rechtlichen Belange, wozu unter anderem das Fällen von Urteilen bei Gerichtsverfahren gehört. Frauen sind jedoch rechtsunmündig, sowohl im germanischen Recht als auch im Kirchenrecht, also können sie diese Aufgabe schlechterdings nicht übernehmen. Der Bericht der Gosecker Chronik über Eilika stellt in der Tat den einzigen Quellenbeleg überhaupt für das Handeln einer Frau als Vogt eines Klosters dar. Indem die Gräfin die Absetzung des Alten und die Beschaffung eines neuen Abtes betrieb, überschritt sie sogar die Kompetenzen, die einem Vogt überhaupt zustanden. Diese rechtliche Problematik ist dem Chronisten durchaus bewusst. Als Eilika Abt Berthold loswerden möchte, hat ihre Aussage als die einer Frau keine Gültigkeit. Sie ist nicht in der Lage, den unliebsamen Abt rechtsgültig abzusetzen, sondern muss warten, bis dieser verstorben ist, um einen neuen Leiter des Klosters bestellen zu können. Und ihre aktive Rolle bei der Beschaffung eines neuen geistlichen Oberhaupts
das ist nicht Ihre Aufgabe als Vögtin, wird relativiert durch den Hinweis, dass sie den Rat religiöser Männer beiderlei Standes gesucht habe, also von Säkularklerikern und von Mönchen. Eilikas rechtliches Handicap als Frau bleibt bestehen, kann von ihr aber überwunden werden, und zwar durch Auctoritas und Potestas. Werfen wir einen Blick auf diese Begriffe. Auctoritas, Autorität, umschreibt die Fähigkeit, andere durch Ratschläge zu beeinflussen und setzt eine geistige und moralische Überlegenheit des Ratgebers voraus. Potentia bezieht sich auf Machtmittel, auf Ressourcen und faktische Möglichkeiten. Was beide Begriffe nicht beinhalten, ist eine rechtliche Verfügungs- oder Amtsgewalt, das wäre lateinisch potestas. Freilich verschwimmen diese Begriffe und ihr Gebrauch im Mittelalter. Doch gerade der Goseker Chronist, der insgesamt sehr auf seine Sprache und seinen Stil achtet, könnte bewusst auf Auctoritas und Potentia zurückgegriffen haben. Aelica konnte Rat erteilen, sie tat dies auch auf eindrucksvolle und unerschütterliche Art und Weise, und sie verfügte über Einfluss und Macht. Aber richtig herrschen, im vollen rechtlichen Sinn, konnte sie nicht. Als der neue Abt Nenter ins Amt gebracht wird, kann Aelica diesen zwar nicht nach Bremen begleiten, weil sie zu sehr beschäftigt ist. Sie stellt ihm aber eine Geleittruppe zur Verfügung und übernimmt alle Kosten. Sie verfügt offenbar über bewaffnete Männer und Geld. Das ist jetzt wieder ein Beleg dafür. Und das ist auch das, was man mit Potentia beschreiben kann. Die Goseker Amtseinführung findet unter ihrer Regie statt. Sie spricht vor dem versammelten Kirchenvolk und überzeugt dieses von den religiösen Qualitäten des neuen Abtes. Hier zeigt sich ihre Auctoritas. Der Kontrast zwischen Aelica, der handelnden Vögtin, und Nenter, dem passiven Abt, wider Willen, könnte nicht schärfer sein. In der Chronik wird das auch sprachlich markiert. Die Aussagen über Nenter sind fast durchgängig im Passiv konstruiert. Wenn Aelica auch keine Potestas im Sinne einer legitimierten Herrschaftsgewalt hatte, so war sie doch jedenfalls eine mächtige Frau mit großem Einfluss in weltlichen und religiösen Belangen und übertraf darin die meisten ihrer Zeitgenossinnen, soweit wir darüber unterrichtet sind. Doch welche Reaktionen rief sie mit ihrem Verhalten bei ihrer Umwelt hervor? Die Beurteilungen der Geschichtsschreiber habe ich schon an verschiedenen Stellen einfließen lassen. Und es sind in unserem Fall immer männliche Geschichtsschreiber. Keiner von ihnen kritisiert, dass Aelica ihren Einfluss spielen lässt und Macht ausübt. Mächtige Frauen waren nicht zwangsläufig ein Skandal. Sie wurden im Gegenteil bewundert und gepriesen, so etwa Adelheid von Turin. Ein bisschen Lob erhält ja auch Aelica, wenn sie mit Judith verglichen wird. Doch ihr Bild bleibt zwiespältig. Der Vorwurf der Tyrannei steht im Raum. Außerdem verhält sich Aelica äußerst unversöhnlich und hasserfüllt gegenüber dem alten Abt Berthold. Und der Goseker Chronist lässt es sich nicht nehmen, auch dessen Verdienste für das Kloster zu betonen. Offenbar teilte er Aelicas Meinung über Berthold nicht. Um ihre Bitten in Pegau um den neuen Abt zu illustrieren, verwendet er eine Passage aus dem Matthäusevangelium. Eine kanaanitische Frau bittet Christus um die Heilung ihrer besessenen Tochter. Dieser lehnt jedoch ab, weil die Frau keine Jüdin ist. Doch sie fleht ihn weiter an, streitet und argumentiert mit ihm, bis er sich überreden lässt und die Tochter heilt. So habe auch Aelica das Wohl Goseks gewissermaßen erzwungen. Denkt man diesen Vergleich zu Ende, so wird Aelica aus der Sicht des schreibenden Mönchs als Außenseiterin geschildert, die um etwas bittet, das ihr nicht zusteht und aufgrund ihrer Hartnäckigkeit doch Erfolg hat. Der Goseker hat offenbar nicht viel Sympathie für diese Frau, aber er achtet sie aufgrund ihrer Leistungen für das Kloster. Letztlich ist es ihr Einsatz für die Kirchenreform, sind es ihre religiösen Motive, die über jeden Zweifel erhaben waren und somit ihr Bild für die Nachwelt retten. Zugleich funktionierte Aelicas Auftreten nur, weil sie adlig war und einer einflussreichen Familie angehörte. Die Grundlagen für Auctoritas und Potentia waren ihr angeboren. So konnte sie in einem gewissen Grad ihre rechtlich minderwertige Stellung kompensieren und offene Kritik an ihrem Handeln verhindern.
Als Hochadlige war Aelica männlicher als ihre nichtadligen Geschlechtsgenossinnen. Sie konnte die engen Grenzen der Frauen- und Witwenrolle überschreiten, gehörte somit zu einer Minderheit und war dennoch keine Ausnahmeerscheinung. Man kann darüber spekulieren, ob Aelicas Verhalten auch eine Charakterfrage war. Der Goseker Chronist lässt ja einiges durchblicken. Auch die Nachricht über ihr tyrannisches Vorgehen in Bernburg gibt Anlass zu Vermutungen. Aber ich gebe noch einmal zu bedenken, dass wir in beiden Fällen die Sichtweise männlicher Chronisten vorliegen haben, in deren Vorstellung sich eine Frau auf eine bestimmte Art und Weise zu benehmen hatte. Aelica war selbstständig und selbstbewusst und entschied sich dafür, eine Machtstellung aufzubauen und zu nutzen, zum Wohle des Klosters Goseck, aber vor allem auch im Sinn ihrer Familie, ihres Sohnes Albrechts des Bären und für den Ausbau der askanischen Herrschaft an der Saale. So gesehen war die Mannhaftigkeit dieser Frau ein absoluter Glücksfall für die Askanier. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Frage. Also die Frage ging in die Richtung, ob Aelicas besonderes Selbstbewusstsein auch mit ihrem Status als Enkelin eines ungarischen Königs zu tun hat. Ja, das spielt da garantiert mit rein. Vielleicht muss man nicht mal so sehr diesen ungarischen König bemühen. Es reicht eigentlich schon Magnus von Sachsen. Also ich glaube, dieses hochadlige Bewusstsein, das ist eine Ebene. Also man fühlt sich, glaube ich, da auch mit den ungarischen Königen durchaus auf einem Level in diesen Kreisen. Wobei, ich glaube aber, die Ungarn-Sache ist schon noch mal aus einem anderen Grund interessant, wegen dieser Heiligkeit. Die ungarischen Könige haben ja spätestens seit Stefan dem Heiligen, da gibt es ja auch mehrere heilig gesprochene Könige in der Familie. Und das könnte vor allem in diesem religiösen Kontext noch mal ein ganz besonderes Selbstwertgefühl hervorrufen. Aber dafür gibt es halt leider überhaupt keine Quellenbelege. Also Aelica beruft, also wir haben ja gar keine Selbstzeugnisse von ihr. Sie beruft sich selber niemals auf diese ungarische Abstammung oder sowas. Könnte natürlich trotzdem eine Rolle spielen. Und vielleicht, um doch noch das mit der Vögtin kurz anzusprechen, es gibt tatsächlich einen neueren Aufsatz über dieses Thema, also Frauen als Vögtinnen von Klöstern. Es gibt ein paar auch sprachliche Hinweise auf Frauen als Vögtinnen. Allerdings, wenn man da genauer hinguckt, ist das immer die Frau vom Vogt. Also auch da wieder dieses Stellvertreterphänomen. Und Aelica ist wirklich das einzige Beispiel, wo die wirklich also erstens selber diese Vogtei erwirbt für sich und die nicht in irgendeiner Stellvertreterschaft ausübt. Auch ganz offensichtlich nicht für ihren Sohn. Das ist auch auffällig. Die Frage war, ob Aelica immer in Abstimmung mit ihrem Sohn gehandelt hat oder, ich höre es auch ein bisschen so raus, ob es da vielleicht doch irgendwie vielleicht mal Missstimmungen gab. Also so ein Mutter-Sohn-Verhältnis ist ja nicht immer ganz einfach. Es gibt da keine Quellen dazu. Ich meine, letztlich muss man schon sagen, Albrecht profitiert ja ungemein von dieser, also nicht nur davon, dass die offensichtlich sehr willensstark und tatkräftig ist, sondern allein durch diese Verwandtschaftskonstellation. Also ich denke schon, dass das ausschlaggebend ist dafür, dass ausgerechnet Albrecht das Herzogtum Sachsen bekommt, wenn halt leider auch nur vorübergehend, ist diese Verwandtschaft mit den Billungen über Aelica. Das ist da ein wichtiger Punkt. Ja, also man weiß leider auch gar nichts, ob die sich irgendwie abgestimmt hätten. Also es scheint ja schon so zu sein, dass das ein bisschen so getrennt marschieren, Verein schlagen. Also man hätte gern Zeugnisse für sowas, dass die irgendwie kommunizieren miteinander. Das gibt es halt leider in der Zeit gar nicht. Wäre aber ein sehr, sehr spannender Punkt, wenn man sowas nochmal finden könnte. Ja, also die Frage war, ob sozusagen, also wie die ältere Forschung Aelica gesehen hat. Das ist, beziehungsweise wie die ältere Forschung vielleicht allgemeiner mit solchen Frauengestalten umgeht. Das ist natürlich auch ein interessanter Punkt. Für Aelica speziell gibt es meines Wissens nicht viel ältere Forschung. Es gibt, also die Fakten sind natürlich bekannt, aber sozusagen diese Einordnung und diese Fragen, inwiefern entspricht das den Rollenmustern, was kann man da über Aelica, also in ihrer Rolle als hochadlige Frau ablesen, dazu gibt es
meines Wissens aus dem 19. Jahrhundert nichts. Aber es ist keineswegs so, dass man sich da nur mit Männern beschäftigt hätte. Also es gibt durchaus auch schon im 19. Jahrhundert Auseinandersetzungen mit Königinnen. Mathilde von Tuszien ist ja immer ein sehr prominentes Beispiel, das ja auch, naja, ein bisschen früher als Eilika, aber ja auch in dieser Zeit des Investiturstreits und der Kirchenreform, da hat man auch schon im 19. Jahrhundert die Rolle von Frauen immer wieder erkannt bei diesen, also das klingt jetzt irgendwie ein bisschen herablassend, also natürlich in den Quellen steht das ja drin, dass es Frauen sind, die diese Klöster reformieren, die sich für die Kirchenreform einsetzen. Paulina in Paulinzella, wird natürlich auch alles im 19. Jahrhundert schon aufgearbeitet. Und da muss man sagen, ist es schon auch gerade die Landesgeschichte, also der landesgeschichtliche Zweig der Geschichtswissenschaft, der da, sagen wir mal, ein bisschen unvoreingenommener ist, weil man ja da auch auf die kleineren Zusammenhänge guckt und nicht immer nur die großen Männer, die Geschichte schreiben, sehen möchte, sondern auch sozusagen diese sozialgeschichtlichen Zusammenhänge sieht, die Frömmigkeitsgeschichte und so weiter. Also so ganz unterrepräsentiert ist die Frauenforschung im 19. Jahrhundert auch nicht, aber es ist natürlich kein Vergleich zu dem, was jetzt in der neueren Forschung passiert. Und das war schon auch ganz wichtig, dass man das jetzt mal aufgreift. Dankeschön.